Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade hier mal alle Schrauben nachgezogen am Talk, denn es geht auf die Enduro-Tour Nummer 2. Ich habe mal auf der anderen Seite sozusagen, wo ich wohne, im anderen Waldabschnitt, mal ein paar Trails bei Komoot gesucht und ich hoffe, mit Komoot läuft es diesmal besser. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Keine Ahnung, wo es hingeht, keine Ahnung, wie lange ich durchhalte. Bis gleich auf der GoPro. Weg 550 Meter. Also Leute, hier soll wieder eigentlich irgendwo ein Trail sein, aber der ist mal wieder nicht auffindbar. Und Komoot sagt mir schon wieder, ich bin falsch und soll umkehren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich richtig gefahren bin. Und hier geht jetzt bergab. Ist jetzt die Frage, ob ich es wage, einfach mal runterzufahren. Aber ich denke mal, Komoot hat mich mal wieder ein bisschen verkackeiert. Hier war ein Trail verzeichnet, sogar mit einem kleinen Jump. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ja, ich fahre jetzt zurück zu der Kreuzung, wo ich eigentlich rechts gemusst hätte. Und dann soll es wenigstens da ein paar flowige Abfahrten geben irgendwo. Aber mal sehen. Übrigens, kennt ihr das? Ihr seht schon so von Weitem so ein Tier fliegen. Das Tier fliegt einfach genau in euer Auge. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das kleine Auge trifft? Check. So, da vorne an der Kreuzung werde ich jetzt meinen Helm anziehen. Dann hoffe ich, das geht gleich einfach irgendwo rein und es geht ab. Helm und Handschuhe an. Und dann mal schauen. Ich sage euch eins, Leute. Ich werde demnächst mir einen Enduro-Helm holen. So. Folge dem Weg 1,7 Kilometer. Oh, nee. Leute, jeden Tag mehr fällt die Entscheidung auf ein E-Bike. Ah, Komoot, schöner Abschnitt. Wo haben wir denn? Also klar, das Stück hier ist schon schön, aber zum wirklich so Trails fahren, nix. Wer sich hier auskennt, Tüttberg und so in der Nähe, nehmt mich mal mit. Ein wunderschöner Sonnenuntergang jetzt gleich, aber den Trail habe ich immer noch nicht gefunden. Aber die sogenannten Trails, die alle lange Abfahrt und sowas hießen, die kommen noch. Das heißt, es ist noch Hoffnung, ansonsten habe ich echt ein intensives Ausdauertraining heute. Wie viele gibt es denn eigentlich von euch, die sich noch für das Thema Ausdauer interessieren? Haut es mal gerne in die Kommentare. Hier steht halt schöner, kurzer Naturtrail. Aber entweder ist er hier einfach zugeschüttet. Es liegen auch Baumstämme vor. Immer ein gutes Zeichen eigentlich, ne? Ich wette, das ist er. Safe ist das der. Aber wahrscheinlich Mountainbiker einfach wieder nicht gerne gesehen hier. Wie überall. Okay, erste potenzielle Abfahrt. Das war mit Sicherheit mal ein Trail. Ja, safe. Jahre nicht mehr befahren. Und da die erste Abfahrt, die ich hier fahren konnte, einfach komplett zugewachsen ist, weil ja der Trail wahrscheinlich illegal ist, wie irgendwie alle, und da auch Baumstämme vorlagen, damit man da wahrscheinlich nicht runterfährt, sah der Trail hier dementsprechend aus. Also eigentlich leider kaum befahrbar. Dennoch war die Erlösung nach einer richtigen Abfahrt gar nicht mehr so weit und dann am Ende leider die böse Überraschung, dass ich irgendwie komplett die Orientierung verloren hatte. Alles auf der Suche nach Trails und komplett lost im Wald war. Eigentlich richtig schön hier. Schade.
Ich fand die ganze Fahrerei aber gar nicht schlimm, weil Hauptsache mal wieder draußen in der Natur zu sein, nach der Arbeit einfach eine Feierabendrunde drehen und vor allen Dingen was an meiner Ausdauer tun, damit die Leute beim Uphill nicht mehr so sehr mir davonfahren. Überall Dornen im Bein. Okay, komm. Aber ich glaube, jetzt bin ich wieder auf Kurs. Ich glaube, ich fahre jetzt gleich auf gut Glück. Macht irgendwie keinen Sinn. Und wie jedes Mal schalte ich Komoot irgendwann aus und fahre auf gut Glück tatsächlich los. Und erst dann finde ich Trails. Also eine Bitte, Leute, wenn ihr irgendeine Empfehlung habt für Apps, um irgendwie Trails zu finden, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich brauche da dringend mal Hilfe. Da oben. Leute, nachdem die Dornen mich hier komplett auseinandergenommen haben, glaube ich, habe ich echt noch was gefunden. Das ist aber echt eine lange Abfahrt hier. Leute, ich habe einen Trail gefunden und ich laufe gerade ganz hoch, um zu gucken, wo das Ganze losgeht. Ich habe sogar Bremswellen. Also auf jeden Fall ein bisschen befahren anscheinend. Und Leute, ich bin mitten im Wald. Es geht sogar noch höher, aber das ist zu zugewachsen, so wie eben. Deswegen höher gehe ich nicht und mache jetzt gleich endlich die erste Abfahrt. Ich sage euch eins, Leute, die Abfahrt hier ist, glaube ich, gar nicht mal so easy peasy, obwohl es ein Trail ist. Ich muss noch den Weg zurück. Schauen wir mal. Das hier war schon knapp mit dem Lenker eben. Immer so ein Ding, wenn die jetzt das erste Mal fährt, muss man die eigentlich erstmal kennenlernen und kann nicht sofort so Gas geben. Dann geht's weiter. Super schön blau hier. Also ehe ich mich hier verlaufe, muss ich irgendwie wieder zurückfinden. Zwei Trails, beide führen nach unten, aber ganz unten geht es nicht mehr weiter. Hier ist auch ein geiler Trail, sehe ich gerade. Den will ich aber jetzt nicht zweimal hochschieben, deswegen check ich mal Google Maps besser. Gucken, ob ich hier nach Hause finde. Leute, wisst ihr, was das Witzigste ist? Gar kein Internet hier. Mitten im Wald, kein Internet und alles für einen einzigen Trail.
Also hier gibt es viele Mountainbike-Reifenspuren, aber es geht halt nicht weiter runter, weil da ein Baum umgefallen ist. Oh fuck, ey, jetzt erstmal Internet suchen. Shit, ey. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Da oben ist ein Flugzeug. Aber ich finde nicht raus. Hier ist auch kein Arsch. Niemand. Ich bin irgendwie vom Berg runtergefahren. Und dann liegt da halt Bäume, Schutt und so. Da geht es halt nicht weiter. Und Google Maps, keine Chance, dass irgendwie zu einem Wanderweg zurückfinden. Alles Trails, safe. Ja, eigentlich andersrum. Das alles für eine Abfahrt, Leute. Für eine einzige Abfahrt ist bisher. Und ich fahre diesen Pferdeweg hoch. Das Ding ist aber, ich komme ja von ganz unten. Das heißt, da geht es auf jeden Fall nicht wieder hoch. Mega cool hier zu fahren eigentlich, aber wenn hier so lost geht, nicht so geil. Yes, Schotter. Das heißt, hier geht's raus. So. Okay, Step 1 ist gemacht, und zwar raus aus den Trails, wieder auf einem richtigen Weg. Jetzt muss ich nur noch aus dem Wald rausfinden, bevor es dunkel wird. Aber es wird schon echt ein bisschen düster. Ah, Leute, da vorne ist ein Schild. Ah. Oh, rechts auf Temperkurve. Links auf Kemperkurve. Größer. Oh Leute, ich weiß, wo wir sind. Kurz vor Forstbach. Digga. Okay. Yo Leute, vielen Dank fürs Zusehen heute mal wieder. Mich motiviert es immer sehr, wenn ich einfach rausgehe, um auch für euch ein Video zu produzieren, um einfach nicht ganz so alleine zu sein. Ich muss sagen, ich fühle mich dadurch, dass die Community so groß geworden ist, also groß für meine Verhältnisse, fühle ich mich einfach dann immer so, als würden wir irgendwie alle zusammen biken gehen, und das ist einfach ein cooles Gefühl. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du noch nicht abonniert hast, aber ich glaube, die meisten mittlerweile sind mit am Start, und wir sehen uns jede Woche immer in zwei neuen Videos hier auf dem Kanal wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis bald.